Also jetzt nicht böse gemeint. Also geben wir mal ihm den Mokka-Pudding und ihm den Brei. Also denen. So. Also, das zu dem, das zu dem. Gut, probieren wir es mal. Das könnte klappen. Blablabla. Ach, wie sie mal lacht. So, der futtert immer noch nicht. Ha. Keine Ahnung, vielleicht hat es was gebracht, vielleicht auch nicht. Also die Animationen ändern sich damit nicht. Bevor ich anfange... Also schon so falsch sein. Verdammt! Vielleicht muss man die auch erstmal ansehen lassen. Vielleicht bringt das etwas mehr. Ach so, kann man gar nicht, alles klar. Kann man mal probieren. Das könnte klappen. Der Koch guckt gerade. Ich frage mich, ob wir viel essen können. Mal gucken, jetzt probiert der sich an dem Ding. Aber wem sonst sollte man das Hühnchen geben? Also ich weiß es nicht. Da haben sie sich alle irgendwie mit. Bevor ich anfange... Naja, scheint das nicht richtig zu sein. Home! Ich hole mir mein Papier und mein Stift ran. So. Das Papierhammer. Und da ist auch der einzige Stift, den ich mit diesem Raum besitze. Gleich wieder gefunden. So. Ach Quatsch, jetzt müssen wir vielleicht erstmal die Tafel ansehen. Ich habe ja noch hier stehen, ne? Den Adrian, den Trockelbecher, der ist ja nicht da. Der Bienenmann und den Peter. Gelb. Hä? Sollst du den anschauen? Wo bist du denn? Ach da, ach Gott. So, müssen wir mal, vielleicht kann man ja aus der Kombination irgendwas machen. Rot. Rot, Schrot. Ja, das macht keinen Sinn. gelb. Hatte der Moti und Moti. Gelb. Gelb. Was ist denn davon gelb? Kartoffeln sind gelb. Na, wir können es mal probieren. Ich glaube, das ist zwar total falsch, was ich gerade mache. Bienenmann, schwarzes Pony. Schwarz. Was ist denn schwarz? Schwarz, wie die Seele. Mokka-Pudding könnte man so lassen. Dann haben wir noch den Peter Blau. Ja, Blau haben wir überhaupt nicht. Kriegt ja die Getreideschrotflöße hier. So, wir schreiben uns mal die Kombi auf. Also was braucht man? P, ein H, M, ein A, ein P und ein B. So. Dann machen wir mal hier oben. G wie Getreideschrot, K wie Kartoffeln, B wie Brei, H wie Hähnchen, M wie Mokka-Pudding. Damit ihr versteht, was ich gerade mache, ich mache gerade eine kleine Tabelle. Indem ich eine, also nach unten habe ich zum Beispiel jetzt die Namen und nach links von nach rechts geschrieben, halt die ganzen Richter. Jetzt mache ich mal die Liste auf. Also Peter hat im Moment den Getreidebrei. Und dann mache ich halt so einen Haken oder falsch dahinter. Ute und Mutti haben die Kartoffeln. Adrian hat den Brei. Professor Nock hat Hähnchen. Zack, zack, zack. So, das ist jetzt eine lustige Linie. Totaler Quatsch, dass ich alles gerade mache. Aber was soll's? Ein bisschen Zeit verschwenden kann man ja. Nein, natürlich nicht. Ja, das soll ich denn nutzen. Das könnte. Lalala. So. Ich weiß ja nicht, woran man das erkennt, ob es richtig ist. Mit der futtert, der futtert, der futtert, der futtert nicht. Bevor ich anfange für Unruhe. Bevor ich. Das funktioniert ja auch. Cool. So süß! Also, das war schon mal falsch. Die Kombo ist falsch. Ja, da kannst du ja 1000 Kombinationen draus machen, das funktioniert ja eh nicht. Was probieren wir denn noch? Also, Getreideschrotklöße haben ihm auch nicht gefallen. Den Brei hatte er schon. Gib ihm mal das Hähnchen. Ich weiß nicht, ich mach das gerade ein bisschen an Peter fest, das ob der futtert klappen. Oder nicht. Weil dann können wir mal rausfinden, ob der überhaupt futtert oder den ganzen Tag mit seinem Essen rumstochert. Bevor ich anfange für... Ach Gott, ich bin ratlos. Die Umsetzung von dem Essenschlachträtsel ist ehrlich gesagt nicht besonders gut gelungen, aber die ganze Situation ist so sympathisch, dass es mir, glaube ich, insgesamt wenig übel genommen wurde. Die Idee ist einfach gut, irgendwie mit
indem man den Irren auf dem Menüplan halt unterschiedliches Essen zuweist, schließlich eine Kettenreaktion auslösen kann. Ich weiß nicht, ob viele Leute überhaupt das Rätsel so verstanden haben oder nicht einfach nur ausprobiert haben, aber das war die Idee dahinter. Also, wer das Rätsel noch lösen möchte, hört jetzt weg. Ich bin einfach die anderen. Ratlos. Die Idee dahinter ist tatsächlich, dass wenn Professor Nock sich über das Hähnchen beugt, weil er das halt irgendwie nur direkt mit den Fingern isst, und man die Kartoffel dem Bienenmann gibt und ihm die Gabel in den Fuß rammt, dann fliegt die Kartoffel über den Kopf von Professor Nock hinweg und trifft Adrian am Helm. Und der sich dann darüber ärgert. Absurd. Und guck mal, wie lustig deprimiert Peter guckt und wie glücklich Petra ist. Das ist doch wirklich was fürs Herz. Ja, habe ich auch schon gesagt. Ach Gott, darauf hätte man doch so kommen können, echt. Also, mit der Kartoffel, hat man den nicht gegeben schon? Nee, kann ja gar nicht sein. Dann. Alles klar, ja, gut. Wir waren nah dran, aber nur nah dran. Banane kriegt, hier kriegst du wieder den Brei. Na Quatsch. Kartoffeln sollte er kriegen, ja, gell? Ach, gut, du kriegst halt den Pudding. Und die Getreideschrotklöße. Ach, das ist ich. Das ist doch dann egal. Du kriegst Brei. Getreideschrot. Das klingt, wie gesagt, irgendwie eklig. Jetzt kriegt er das. Und der hackt fröhlich auf seinem Arm rum. Der Koch guckt das. Das gerade aus, nicht. So, der rechte Arm, der linke Arm fehlt hier. So. Naja, das stochert so die ganze Zeit, siehst du. So, ach Gott, also echt, naja gut, wir waren nah dran. Huch, wir waren nah dran, aber nur nah dran. Na, oh, hier. Bevor ich anfange für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ich denke, es funktioniert so. Und wo soll ich den Plan hernehmen? Wie gut. Sieh nur, Harvey. Es sind Hoti und Moti. Ich frage mich, wo die in der Zwischenzeit abgeblieben waren. Das fragen wir uns alle. Ja, aber wo soll ich denn jetzt den Plan nehmen, Edna? Wo sind die unsere Schere? Hab ich gerade belegt? Ah, ja. Die gute alte Schnürsenkel-Zerschnippelnummer. Das kann man damit jetzt doch alles machen. Nicht doch. Hoti. Ach, schade. Edna Rules. Yeah. Mit signierten Schuhen hat man immer ein Gesprächsthema. Stimmt. Hast du jetzt drauf gemalt? Okay, dann bespritzen wir das noch. Psst. Hoti, Moti. Hier unten. Wollt ihr etwas Ketchup dazu? Gut. Es ist Wünsch dir was Tag. Und wir sind in der Kantine. Wir haben alles, was wir brauchen. Danke. Kein Problem. Braucht ihr Senf? Hoti, Moti, hier unten. Psst. Wollt ihr etwas Senf dazu? Es ist Wünsch dir. Wir. Okay. Keine Ahnung, ob das jetzt der ausschlaggebende Punkt war. Bevor ich anfange, okay, für Un. Was muss man denn hier tun? Könnt ihr mal probieren. Der lädt geradezu zu einer brutalen Gewalttat ein. Ja, eben. Tu's doch. Hallo, Fuß. Igitt. Mit bloßen Händen fassen. Vielleicht ist es Zeit für Rabiate. Ja, ist es doch auch. Bevor ich anfange. Menno. Mach doch einfach. So, okay, dann ist vielleicht doch der Plan irgendwie. Genau, dann müssen wir halt nochmal ein bisschen umschmeißen hier. So, total durcheinander. Kann man da irgendwas machen? Es klingt so, als ob. Ich riskiere mal. Ach, guck mal. Da gehe ich lieber nicht einfach so rein. Es wimmelt nur so. Ich würde mal reinschauen. Ich riss. Ach du Scheiße. Da gehe ich lieber. Es wimmelt. Na gut. Das könnte dir. Bevor ich anfange, das für Unruhe zu sorgen, wahr brauche sein. Ich erst einen Plan. Ich hab doch einen Plan. Das sollte funktionieren. Wie gut. Na, rede mal mit den beiden. Hey! Psst! Ach, guck mal. Ich habe einen Generalschlüssel und werde fliehen. Kommt ihr mit? Klar. Cool. Unter zwei Bedingungen. Jo.
Erstens kommen wir nur mit, wenn du einen Fluchtplan ausgearbeitet hast. Den habe ich. Zweitens musst du irgendwie die Wachen ablenken. Ach Gott, das ist der Fluchtplan Punkt. Ausarbeiten, Wachen ablenken. Alles klar. Fluchtplan habe ich. Was gibt's zu essen? Heute ist Wünsch-dir-was-Tag. Jeder bekommt das, was er möchte. Oder zumindest das, was unter seinem Namen eingetragen wurde. Die Liste hing seit einer Woche aus. Ich brauche wohl nicht zu erwähnen, dass damit einige Scherze getrieben wurden. Immerhin ist dies ein Irrenhaus. Ja. Jetzt habe ich das nicht schon wüsste. Hier eine Idee. Aber ich glaube, man muss die irgendwie. Der sicherste Weg ist eine Essensschlacht. Genau, das meinte ich ja. Du musst nur irgendwie einen Streit provozieren, ohne selbst mit hineinverwickelt zu werden. Du musst eine Schwachstelle finden. Ich habe sie bereits. So. Alles klar. Da war jetzt hier der Dialog, der gefehlt hat. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Warum nicht? Die gute alte... Ich hab doch aber schon... Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Ich hab doch schon alle... Hä? Was denn noch? So, machen wir es einfach so. Das ist die letzte Idee, die ich habe. Aber wer will denn eigentlich nur Mokka-Pudding zu essen? Das darf doch nicht so toll sein. Bevor ich anfange, für Unruhe zu sorgen, brauche ich erst einen Plan. Ich dachte, ich habe einen Plan. Na gut, dann habe ich doch keinen Plan. Ach so, mit Plan. Ach Gott, wir haben noch keinen Fluchtplan. Ja, alles klar. Das fehlt also noch. Ein Fluchtplan, darauf hätten wir noch kommen können. So, wir gehen besser hinten raus. Aber was sollen wir denn noch machen? Der hat gesagt, der ist dann hier draußen, gell? Moin. Da bist du ja schon. Ja, da bin ich. Ja, da bin ich. Einen tollen Schlitten hast du hier gekapert. Ich weiß. Nicht nur, dass ein Hinterrad fehlt, der Motor springt nicht an. Ich glaube, es ist die Elektrik. Aber ich bin kein Fachmann. Und jetzt? Tja. Das wird wohl nicht gewesen sein. Da bin ich wieder. Ah ja. Genau. Was unternehme ich wegen des fehlenden Hinterreifens? Ich bin ganz zuversichtlich, dass du einen Ersatzreifen treiben kannst. Ja, den habe ich schon. Ich habe einen Ersatzreifen. Mist. Was unternehme ich wegen des Motorschadens? Ich glaube, es ist die Zündung. Da brauchen wir einen Spezialisten. Das ist eindeutig der Jemanden, der sich mit Elektrizität auskennt. Oh ja. Wie bekomme ich das Haupttor auf? Die einzige Möglichkeit ist der Knopf im Wachturm. Leider ist der Wachmann ein echter Choleriker. Ja, das An dem kommst du nicht so ohne weiteres vorbei. Lass dir was einfallen. Okay. Der hilft uns auch nicht wirklich weiter. Noch nicht. Erst müssen wir hier ablenken. Ich will nicht geschnappt werden. Das ist nur eine Sicherheitsmaßnahme. Bestimmt jetzt auch anders, aber ich mach's so. Ich mach das so. Wir machen es mal wieder besser. Das Geräusch war gerade böse. Oh oh. Oh oh. Schön, schön zerplatzt. Wer war das? Ja, wer war das wohl? Wie viele Personen sind denn ausgebrochen? Super Frage. Okay, dann werden wir jetzt nochmal zum Aluman gehen. Vielleicht, wenn wir mit der Aufgabe. Ich weiß gar nicht mehr, was er vorhin gesagt hatte. Egal, wir stellen einfach die Aufgabe da raus. Vielleicht macht das ja schon. So. Na, rein da. Hallo, Alu, altes. Immer noch. Wir haben ein Fluchtfahrzeug, aber wir brauchen deine Hilfe. Ja, der Alu-Mann rettet wieder mal den Tag. Wie kann ich behilflich sein? Der Motor springt nicht an. Es ist die Zündung. Und da du dich doch mit Elektrizität auskennst, dachte ich... Schon gut, schon gut. Wo sagtest du, steht euer Wagen? In der Garage. In der offenen Garage im Fuhrpark an der Hintertür. Okidoo. Dann werde ich mir die Sache mal angucken. Alles klar. Ach du, Hörger. Hörte so. Was sind das für eklige Spuren, die er da hinterlassen hat? Also sowas. Ich kenne Adventures.
Adventures. Die haben etwas zu bedeuten. Wisst ihr, was es so bedeutet?